Ein wunderschön. Ach, Grüße, so sieht man sich wieder. Wie geht's dir? Ja, es geht so ein bisschen, ne? Jetzt hier in Sachen Stein unterwegs, oder was? Ja, ich wollte mal gucken. Ich weiß nicht, ob das unter Baustofftechnik fällt. Ich will das mal ausprobieren, ne? Fällt das, ja. Was kommt da denn rum? Eigentlich gar nicht schlecht. Besser als Holz? Ich habe heute Holz gemacht, da habe ich nicht vom Glauben ab, als der mir dann irgendwie... Was hat er mir angeboten? Ist doch besser als Flaschen, ja. Okay, weil der hat irgendwie $70 angeboten. Da bin ich ja fast von hinten rübergefallen für so ein blödes Brett. Ja. War schon ein bisschen... Ah, da kommt der Motorradfahrer. Hör zu mir. Ja, ja, wie gestern, ne? Nee, ist ein anderer. Ach, noch ein anderer. Ja, ja, okay. Wenn irgendjemand hier rummarschiert, dass du einen Supra hast, deswegen frage ich. Supra? Seht ich gerade nicht. Was meinst du mit Supra? Was hast du? Und den Angebot, okay? Achso, jetzt telefoniert. Das habe ich jetzt auch gerade nicht so. Naja, gut. Können Sie mich so noch hören? Habt ihr gestern noch viel Flaschen gemacht? Nee, 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 das ist nur die eine Tour. Da haben wir dann durchgerechnet und haben dann gesagt, naja. Lohnt sich halt nicht. Wir lassen das mal. Hab ich ja gesagt. Also zu dritt geht das. Dann hast du halt 34.000, aber dann kommt die Frage, naja, jetzt teilen wir es wieder durch drei und dann bist du irgendwie wieder doch wieder bei wenig, ne? Ja, ja, hab ich euch ja gesagt. Das lohnt gar nicht. Das ist weniger als schicken. Und jetzt versuche ich das jetzt. Ich versuche das jetzt hier mal. Die anderen beiden wissen. Das ist jetzt hier Kalkstein, oder? Genau. Was ist dieses Ziegelstein? Keine Ahnung. Und Kalkstein gibt 198. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja gut, aber man kann nicht so viel dann mitnehmen, ne? Ja. Oder? Ganz wenig. Also man kann weniger mitnehmen als bei Glas oder ähnlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ein bisschen weniger. Du kannst den Auto voll machen. Da ist kein Strich. Sind Sie noch am Telefonieren? Nee, ne? Nein, no, ich habe mit dir gesprochen. Ah ja, Entschuldigung. Ja, was Auto? Du kannst den Auto voll füllen bis rein nach Vorlobe. Ach so, und das dann mache ich daraus Kalkstein, ja? Mhm. Und das, wie ist das denn? So aus einem Stein kriegt er da einen Kalkstein raus oder wie läuft das? Zwei Steine, ein Kalkstein. Ah, das heißt quasi, aber wenn ich den voll mache, habe ich nicht so ein Umladeproblem, wie ich gestern hatte. Genau. Mit den Flaschen. Genau, das heißt, du hast Platz. Das ist schon mal gut, ja. Ja, ich muss mal eben ganz kurz wieder abliefern hier. Waren Sie jetzt noch mal an der Uni? Haben Sie sich noch mal was angeguckt zu Broschüren? Ja, keine Ahnung. Das ist schwierig, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Deswegen ja, ja. Habe ich jetzt noch nicht großartig was gelernt. Aber müssen Sie nicht für Flaschen was haben? Doch, Baustoff habe ich gelernt. Aber... Ach so, aber Nachbaustoff meinen Sie jetzt? Ja, genau. Ah, ja. Aber das hier muss Nachbaustofftechnik auch sein, tatsächlich. Ja, ja, ich glaube auch. Ne? Ich glaube, das ist auch Baustoff. Ich glaube, das ist ja auch Baustoff. Ach so, ja, wo muss ich mal gleich. Wo den Klinker später musst du Baustofftechniker sein. Also den Kalkstein kannst du so machen und danach ein bisschen Baustofftechniker. Ich weiß aber nicht, was man mit Klinker macht, aber keine Ahnung, ich verkaufe halt immer den Kalkstein, das lohnt sich halt. Moment, aber den Klinker kann ich doch zu Ziegelstein machen, oder nicht? Hm? Oh, no, es gibt nicht, dass ich wusste. Wusste nicht. Okay. Weißt du mehr als wir. Ja, keine Ahnung. Ich habe doch irgendwo einen gesehen, der wollte letztens irgendwie Ziegelsteine kaufen oder so. Oder habe ich mich da jetzt vertan? Der macht dir Kalksteine kaufen. Ich dachte Ziegelsteine. Bin ich jetzt vollkommen durcheinander? Ja, das ist doch Kalk. Ich nehme alles zurück. Ich habe nicht richtig gelesen. Ich brauche eine neue Brille. Bei einer neuen Brille kann ich leider nichts helfen, aber bei einem neuen Auto kann ich helfen, das ist. Neues Auto? Aha. Sind Sie Autoverkäufer? Ich bin der Chef von Benefactor, von dem Autoladen. Oh, Sie sind der Chef von Benefactor. Ich habe schon Gutes von Ihnen gehört. Sie haben meine beiden besten Freunde schon kennengelernt. Ja. Das ist gut möglich, ich habe viele Leute kennengelernt bis jetzt. Ja, fahren genauso einen Wagen, wie den ich hinter Ihnen stehen habe. Brachland. Brachland. Okay. Verchromten Newswagen. Bist du da, wo ich dir hast gefunden? Das muss da sein, wo ich dir gezeigt habe. Entweder in der Ecke auf jeden Fall.
Hast du gefunden? Ansonsten kannst du gut das Motorrad nehmen, wenn du auch, das ist kein Thema. Nee, in der Mitte bei Holzbeutel. Ja. Okay. Mit dich, bis gleich. So, Waffenschein hat sich erledigt, sehe ich gerade. Ja, da habe ich auch so eine Push-Benachrichtigung gerade bekommen auf sein Handy. Schade. Ja, ich bin sowieso, ich brauche keine Waffe, ich bin da so. Ich versuche dann einfach einen friedlichen Weg. Ach, Quatsch. Also jetzt, ich will nicht übertreiben hier. Tatsächlich würde ich gerne ein Messer zum Bratschneiden und so ein Toastteil und so weiter. Nee, mit Waffen habe ich es nicht so. Weil ich habe zu Hause nämlich kein Geschirr gehabt bei mir zu Hause, wie ich das Haus gekauft habe. Das ist komplett blanko. Ach so. Ich brauche ein Messer und Gabeln und so weiter. Hm? Ach, Sie haben sich schon ein Haus geleistet? Mhm. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Oben in Harmonie ist so ein kleines Haus. Ah ja, schön ruhig da. Bis jetzt nicht so viel Verkehr, also die Werkstatt, die ich immer sehr mehr finde. Ja gut, das kann man ja einfach nicht ändern. Ne? Laut und anstrengend. In Harmonie auch. Hätte ich nicht gedacht. Oder wegen den ganzen Busfahrern, die jetzt unterwegs sind. Ja, die sind auch ein Schlingel, das stimmt. Ja, das glaube ich sofort, wie die fahren. Und wie geht's mit eurer Zeitung voran? Naja, so, ne? Bring erstmal weg, wir können ja gleich noch quatschen. Bin noch ein bisschen da. Ach, bist du der Chef von Vision News, oder wie? Nee, nix wie diese News. Wir sind eigene News machen wir hier. So. Eigene Berichterstattung und so. Wir wollen uns hier nicht an irgendwas Gegebenes so einfach ran. Nee, wir machen was Neues auf. Das nennt sich Fishwrap. Mhm. Ja, und wir haben dazu quasi ein Profil auf sozialen Medien und haben auch eine eigene Webseite und so weiter. Und dann machen wir Berichte, Interviews und auch so Neuigkeiten, alles sowas. Da sind wir gerade mit bei. Wir haben das jetzt quasi beim DOJ auch mal abklären lassen, dann ist soweit. Ja, in den trockenen Tüchern. Kannst du da berühmt werden? Weiß ich nicht. Also, was heißt berühmt? Ihr könnt mich vielleicht pushen, vielleicht wird ich ja Bürgermeister oder so. Gibt's das denn hier, eine Bürgermeisterwahl? Ja, Ahnung, aber. Bürgermeister wird mir stehen, glaube ich. Ja, also für dich auch. Da sehe ich mich. Also, wir haben auch überlegt, mal so Interview-Segmente zu machen mit Leuten, die hier einfach aus der Stadt kommen. Ne? Also, jetzt nicht immer nur so den Polizeichef und was ich Chef von hier, sondern einfach den einfachen Bürger mal hören. Da kann man vielleicht was machen, so zukünftiger Bürgermeister, Fragezeichen oder ein Interview oder so. Dabei. Ja, so einfach bescheiden finde ich gut. Muss ich Ziele stecken, oder? Ja, ich wollte sagen, man soll ja groß anfangen, ne? Ja, klar. Klein werden kann man immer noch. Ich sehe das so richtig in der Zeit, so. Charlie, wählt Charlie, Retter der Unterdrückten. Verteidiger des Kalksteins und der Holzmenge. Genau. Ja, warum nicht? Kontrolleur der Flaschen- und Glasqualität. Ja. Was war das gestern mit dem Parfüm? Wie macht man denn Parfüm? Das ist eine gute Frage. Weil du gestern was sagtest mit Parfüm, jetzt bin ich vollkommen verwirrt, maximal. Ich habe gar nichts mit Parfüm gesagt, wir wissen nichts. Ach so. Naja gut. Hätte ich jetzt gedacht. Ah nein. Ich habe gesehen unten in Vespucci bei den Kanälen, ne? Ja. Da steht auch einer, der sagt, aber er redet nur mit einem, wenn man nicht die letzten 40 Stunden bei der Universität war. Was? Also, ja. Bei den Vespucci-Kanälen, wenn du von den, wenn du quasi von der Strandrichtung ranfährst, da steht ein Herr in der ersten Etage von so einem Wohnhaus. Und dem wollte ich reden. Und er sagt, er redet erst mit mir, wenn ich nicht bei der Uni war die letzten 40 Stunden. Er hat mich da letztens gesehen jetzt. Wo denn? In Vespucci? Ja, Vespucci-Kanäle. Wenn du die Karte aufmachst. Ja, hab ich. So, dann geh mal, weißt du, wo du dein Auto anmeldest? Ja. Ja, und davon mal ein bisschen nördlicher, das sind die Vespucci-Kanäle, dieses Rechteck. Siehst du das?
Rechteck, ja. Ist genau. Ein Quadrat in dem Sinne sozusagen. Ja, genau. Und ja. Dann links quasi an dem Quadrat dran. Am Vespucci. Da gibt es auch noch eine Art Schulung. Aber ich weiß nicht, was der anbietet, wie gesagt. Ach so, bei der Marke da oder was, ja? Ja. Ach so, ungefähr. Ja, das weiß ich nicht. Wollte ich nur mal sagen, weil der redet nur mit einem, wenn man nicht an der Uni war, ne? Ja. Achso, und sie gehört jetzt hier das Autoding da. Benefaktor oder was sie sagen. Genau, Benefaktor ist mein Unternehmen. Ja, mir sagte gestern nämlich mein guter Freund, der schon mit ihnen geredet hat, sie können die gleichen Autos besorgen wie hier die einzelnen Händler, nur günstiger vielleicht. Mhm, genau. Ah ja. Also so 100% günstiger, immer günstiger. Immer günstiger. Ja, dann komme ich gerne mal auf sie zu. Ich habe da nämlich gerade so einen kleinen Wagen schon gesehen, ne? Für nur das Kleingeld. Wir machen dann Flaschen. Gut, wir können das nachher nochmal durchsprechen. Das kommt jetzt nicht auf 1-2 Stunden. Ja, dann guck mal erst, ob der was zu dir sagt. Ja, dann rufst du nochmal gleich durch, ja? Ja, ich danke dir. Ja, also ich komme da gerne auf sie zu, wegen dem Auto. Da muss ich aber noch mal gucken, bis der Kontostand passt, verstehen Sie? Ich kann jetzt... Ich möchte nicht jeden von ein Auto haben. Wie hieß der noch? 900Z oder so? Oder 190Z? 190Z? Ja, ja. Tatsächlich hat er gestern jemand angerufen, einen Herrn Storwell, dass er den kaufen möchte. Ach so? Ja, das bin ich aber nicht. Also, es wird heute tatsächlich einer geliefert. Darum geht's. Ach so? Ein Auto von der Stange will er sich holen hier. Was jeder fährt. Hä? Wie, das fährt jeder? Was? Jetzt will ich das auch nicht mehr. Einer wird heute geliefert. 190. Achso, jetzt will ich den nicht mehr. Ne, wenn jetzt jeder fährt, ist ja auch blöd. Ja, das ist der Rest. Ich möchte keinen Kuchen. Ja, aber trotzdem, jetzt fährt ja ein anderer auch schon den Wagen. Jetzt bin ich aber traurig. Ja, was ausgefallen ist. Und hier den für 5,2 Millionen, das Schnäppchen. Ja, wie viele Steine soll ich denn da? Nee, das wird ja überhaupt nichts. Nee. Aber der 190 wurde dich tatsächlich 110.000 Dollar kosten, wenn du ihn haben möchtest. Ah ja, das ist ja gut zu wissen. Vielen Dank schon mal für die Information. Bitte schon. Eure Autos, die sind ganz schön grell. Eigentlich ist das verboten hier vom Gesetz, denke ich mal, oder? Da wird man geblendet, wenn die Sonne drauf kommt. Das ist ein Unfall. War jetzt unser Verkrobter oder was? Ja, Alter, der blendet manchmal. Ja, der soll ja auch auffallen. Ach so. Ist ja die Idee. Nee, also ich sag's mal ganz einfach. Wir haben den gekauft im Norden. Mit diesem blöden Wieselnews-Aufkleber. Und der kriegt man nicht mehr runter, außer man zerkratzt sich den ganzen Lack. Ja, okay. Also haben wir unten in der Do-It-Yourself einfach mal jede mögliche Farbe so ein bisschen angesprüht, um zu gucken, wie wir dieses Wiesel wegkriegen von den News. Verstehen Sie? Und jetzt haben wir halt den Chrom drüber gezogen, jetzt kann man nur noch News lesen. Ja, und das so stimmt, das macht Sinn, ne? Können wir die als Dienstwagen nutzen? Ja, das ist perfekt. Ja, das war nämlich die Idee. Ja. Na gut, ich guck da mal drüben, was so der Verarbeiter sagt. Bis gleich, würde ich mal sagen. Viel Spaß, Ruben. Ja, gleich. Ja, noch einen schönen Tag so und so, dann werden wir uns nicht mehr sehen. Danke schön. Ja, Sam? Hallo? Sam, hallo? Na, habt ihr? Hallo. Ich bin gerade hier von meinem, Auto. Von deinem Auto? Okay. Ja, und pack gerade ein paar Kalksteine in meine Taschen. Ah, okay. Damit ich das jetzt gleich zum Klinker verarbeiten kann. Ah, okay. Wo ist das? Ja, also du musst vorher aber Stein abbauen und den in Kalkstein verwandeln. Ah, okay, verstehe. Das ist so ein Doppelding, weißt du, so und ein bisschen wie mit den Flaschen. Ah, okay, und wo finde ich den Stein? Stein findest du im im Osten der Insel. Steingrube. Okay. Na gut. Aber ich will erstmal gucken, ob es das so lohnt. Also weiß nicht, ob du was anderes sonst machen möchtest. Okay, ja, sonst kannst du ja Bescheid geben, ob sich das gelohnt hat. Ich bin gerade mit Eli unterwegs, der hat sich ein Auto gekauft. Ah ja. Ja. So einen ganzen, so ein Sportplatz hat er sich geholt. Hat er sich einen Plastikbomber gekauft? Ach, dem Jungen also ist nicht zu helfen, ist dem einfach nicht. Ja, ich weiß nicht, ob du da so begeistert von bist, aber der hat echt schnell. Also ja, schnell ist eine Sache. Ist eine aber vernünftig ist das Wichtige, vernünftig. Ja, das stimmt.
Ja, ich zumindest habe gerade oben beim Stein, bei den Steinen, also beim Stein habe ich die Typen von gestern wieder getroffen. Den Typen von gestern? Ja, die mit dem LKW, die wir beim Glas auch getroffen haben. Ja, und? Ja, der sagte, der nimmt einfach nur den Stein, verarbeitet ihn zu Kalkstein und verkauft ihn dann. Das würde halt besser sein als Holz und wäre auch besser als Glas. Aber er weiß noch nicht, dass man hier unten das Ganze nochmal wieder weiterverarbeiten kann. Ach so. Ja, sonst, ja, nehme ich mir Eli und dann, gucken wir auch, dass wir das mal machen. Ja, mir ist das egal. Also ihr könnt auch gerne hier vorbeikommen beim Klinkerverarbeiter, nehmt einen Klinker mit und guckt, was dabei rumkommt. Ja, auf jeden Fall das Gesicht zu lecken. Was hast du? Ela leckt mir über das Gesicht. Ja, lecker. Ja. Das ist natürlich schön. Der ganze Make-up auf der Zunge. Nam, 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 nam. Das ist ja schön. beim Klinkerverarbeiter bist du ja. Ich bin beim Klinkerverarbeiter. Ihr könnt auch gerne hier vorbeikommen. Dann gebe ich euch einen Klinker und ein, hier, wie heißt es denn? Kalkstein. Dann guckt ihr, was mehr bringt. Wenn ihr ein bisschen rumfahren wollt dabei auch. Also weiß ich jetzt nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich frag mal ihn. Sonst kommen wir mal vorbei. Dann können wir schnacken und dann schauen wir mal. Ja, das klingt nach einer Idee. Okay. Bis gut, gleich. Bis gleich. Hey, Papa. Da! 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 Das erschreckt mich doch nicht so. Entschuldigung. Hey. Hallo. Na? Guck mal, ich habe einen Schal gehäkelt. Für mich und für Bob. Ah ja. Ja. Schön. Ja, ne? Ja, ja. Finde ich gar nicht so schlecht. Die Hose ist aber auch schick. Ja, die ist super. Die ist so weihnachtlich. Ja. So ein bisschen kalt geworden, ne? Boah, finde ich, geht so, ne? Mit so einem... Ja. Ja. 7 Grad. So, wo ist denn das jetzt mit dem? Ja, also pass auf. Mach mal deine Dings da auf, deine Karte da. Ja. So, pass auf. Also. Ja. Dann fahr doch mal den Osthighway hoch. Fahr den mal entlang, fahr den mal entlang, dann Farm vorbei, weiter nach Norden. Ja. Ja. Und dann kommt noch diese große Kreuzung, wo du da dein Harmony und so abbiegen kannst. Grapeseed Harmony oder wie das alles heißt. Ein bisschen südlicher von diesem komischen Baumarkt oder was das ist, wo wir waren. Ja. Und da kannst du dann nach Osten abbiegen. Und da ist quasi so ein komisches Kringelzeug. Und da ist quasi Steinabbau. Ah, okay. Na gut, dann würde ich da mal hinfahren. Ja, also ich habe jetzt, also pass auf, ich würde erst sagen, lass uns erst mal gucken, was bei rumkommt, bevor du dahin fährst. Wir wissen doch gar nicht, wie viel da rumkommt. Ja, können wir auch. Weil du hast zwei Steine, werden zu einem Kalkstein und ein Kalkstein wird zu einem, was ist das jetzt hier? Entschuldigung, was machen Sie nochmal? Ah ja, Klinker, genau, Klinker. Das ist Klinker? Guck mal, was da im Haus ist. Klinker. Hm. Steine. Ah, okay. So, und ich glaube, ich habe jetzt hier noch ein paar drinne. Warte mal. Das Schöne ist, du hast natürlich weniger Gewicht da drinne, ne? Wenn die Steine erstmal verarbeitet werden. Das stimmt. Ja. Nimmst du dir 5? Ich nehme mir 5 Kalksteine. Ja. Also. So, da müssen wir jetzt gucken, was die dann einbringen. Es gibt nämlich auch einen Klinkerverkäufer. Oder Klinker. Nee, Käufer. Nee, doch. Also weißt du, was ich meine. Ja. Und wo ist der? Ich glaube, der liegt ganz blöd. Der ist jetzt wieder, müssen wir wieder quer durch die Stadt fahren, meine ich. Irgendwie war da was. Warte mal. Klinker. Klinkerproduktion. Stimmt. Wo ist der Verkäufer? Oder müssen wir den Klinker jetzt nehmen und damit noch Zement machen? Ich hab keine Ahnung. Ja, Klinker ist ja auch ein Bestandteil von Zement, ne? Dann gucken wir mal bei der Zementproduktion nochmal rum. Ja. Jetzt habe ich nämlich keine Ahnung. Ja, dann lass uns mal gucken, oder?
Ja, fahren wir da. Ja. Und wo ist Eli? Der macht sich noch was zu essen. Ah ja, okay. Wir haben jetzt auch ein Hotel im Stadtpark. Oh, schick. Viel gut. Und, was sagt der? Nee, der will keinen. Der hat gesagt, der brauchst du ein Zeug nicht. Ja. Tja. Ja. Ist jetzt dumm gelaufen vielleicht? So ein bisschen? Jetzt habe ich den Klinker und weiß nicht, wohin damit. Finden das schon. Warte mal. Nee, der will doch nur Holz... Wie ist das denn bei dem Baugebiet? Der will nur Holzplanken haben, oder? Boah, ich glaube ja. Was machen wir denn jetzt damit? Da ist ein, wollen wir mal zu einem Kalksteinverkauf fahren, ob der vielleicht auch Klinker ankäuft? Was ist denn das? Das ist da im Westen der Insel. Da am Highway. Ja. Versuchen wir es mal da. Ich hab sonst keine Ahnung. Also der will das Zeug auch nicht haben. Der will das auch nicht haben. Jetzt haben wir ein Problem. Wir gucken mal, warte mal. Wer könnte sowas denn haben wollen? Eigentlich Leute, die bauen, brauchen Klinker, oder? Eigentlich schon, ja. Der will nur Holzplanken haben. Ich hätte gesagt, das können wir einfach weiterverarbeiten in Dingster. Das ist nicht. Aber von den Leuten da, die haben ja auch nichts gesagt, ne? Nee, die verkaufen nur den Kalkstein, haben die gemeint, weil das denen schon ganz gut Geld gibt, irgendwie $170 oder so pro Kalkstein. Ja. Ich wollte, dass wir das nicht in Zement umwandeln können. Vielleicht müssen wir uns da ausbilden. Ich wüsste einfach nur nicht, wie man die Maschinen bedient. Ja, das könnte sein. Oder muss ich schon wieder zu der alten Hexe da nachher hin? Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja gut, das ergibt Sinn, ne? Ja. Gut. Das mit dem Kalkstein mal ausprobieren. Warte, ja, dann. Ja, können wir auch. Ja, lass mal den Klinker, schmeiß mal den Klinker bei mir im Wagen rein. Ja. Für später irgendwann. Achso. Bisschen blöd, wenn alle das gleiche Auto. Ja, ich hab vorne Beule, ich hab's schon gesehen. Muss nicht drauf aufmerksam machen. Was hast du denn gemacht? Ja, ich meine, vielleicht habe ich die Kurve ein bisschen. Ich verschätzt so. Wir müssen auch hier die Scheiben noch mal reparieren lassen. Ja. Wolltest du dann jetzt zum Kalkstein? Ja, dann fahren wir da mal hin. Vielleicht treffen wir jemanden, die Ahnung haben, was wir mit den Dings da machen können. Stimmt, das ist auch eine gute Idee. Wir gucken ja, mal. Ist ja das gleiche Business so, ne? Ja, genau. Also wir machen die nur Kalkstein. Weil der Produzent und auch der Stein-Dings, der ist direkt nebeneinander. Ja, das ist so perfekt, dann kann man es ja da direkt verkaufen. Ja, ich würde vielleicht noch ein Momentchen eben hier warten. Lass uns mal noch ein bisschen innehalten. Okay. Ein Kaffee oder so vielleicht noch. Wie klingt das? Ja, Kaffee klingt gut. Ja, hab so das Gefühl. Vielleicht ein bisschen vorher noch entspannt. Guck mal, da ist noch so ein Suburban oder so. Wollt ihr noch gucken wie Kleidung? Oh, können wir eigentlich machen, ne? Ja. Meine, wenn wir schon mal hier sind, ne? Das stimmt, ja. Kommt man nicht so häufig hin hier. Und er hat sich wirklich so einen Plastikbomber gekauft, ja. Das ist ein richtig flotter Flitzer. Wirklich. Klingt doch. Schaut wie ein Kätzchen. Wie klingt das Ding? Wie heißt das? Ich weiß nicht. Ein Haufen Buchstaben. Ah ja.
In geordneter Reihenfolge oder eher so durcheinander? Eher so durcheinander. Ah ja, okay. Als ob jemand auf eine Tastatur gefallen ist mit dem Kopf, oder wie? Ja, irgendwie so. VSXRPT30, keine Ahnung. Ach, VSTR! Ja, okay. Naja. Nee, VSTR war's Grüße, nicht. Sir.